Ja, hallo, ich bin Klaus Kreuzer von Kreuzer Consulting. Wir kümmern uns im Wesentlichen darum, dass Energieversorger besser Vertrieb machen, gute Produkte entwickeln und auch neue Geschäftsfelder erfolgreich besetzen, insbesondere im Bereich Energiedienstleistungen. Deswegen beschäftigen wir uns natürlich im Moment auch sehr intensiv mit dynamischen Tarifen, mit Smart Meter Rollout, mit Prosumern. Und wir haben ja da gestern schon eine ganze Menge drüber diskutiert. Am Ende ist natürlich immer die Frage, was will eigentlich der Kunde? Und der Kunde will jetzt per se erstmal keinen dynamischen Tarif. Der möchte günstigen Strom haben. Die Art und Weise, wie man günstigen Strom erzeugen kann oder für den Kunden bereitstellen kann, ändert sich halt im Moment sehr stark. Wo man bisher, sagen wir mal, bis vor 2 Jahren noch so leidlich gut planen konnte, wie man Energie beschafft, wie man sich da aufstellt, ist man heute irgendwo in der Situation, wo man sagt, okay, es ändert sich alles, wir kriegen immer mehr Prosumer, wir müssen schauen, dass wir das Netz stabil halten, und dann ist eben der dynamische Tarif ein Mittel zum Zweck, um Prosumern, aber auch allen anderen Kunden sozusagen günstige Energie bereitzustellen. Jetzt ist das neu für die Kunden, das heißt, die müssen es erstmal verstehen. Wir haben ja teilweise bei den dynamischen Tarifen heute so große Warnschilder davor, wo man sagt, hier Vorsicht, das könnte gefährlich sein. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber man muss den Kunden schon ganz klar machen, warum braucht ihr einen dynamischen Tarif, was bringt euch das? Risiken gibt es natürlich auch, die muss man vielleicht in Zukunft irgendwie absichern, aber das große Thema wird eigentlich sein, für alle Kundengruppen ein geeignetes Produkt zu finden. Und das ist jetzt, sage ich mal, bei jemandem, der eine Wärmepumpe hat oder ein E-Fahrzeug, sicherlich nicht alleine mit dem dynamischen Tarif getan. Da muss ich halt einfach schauen, dass ich eben auch eine Steuerung habe, Smart Charging ermögliche und insgesamt ein Energiemanagementsystem betreibe, das dem Kunden die Kosten optimiert. Aber ich glaube auch, dass es beim ganz normalen Consumer im Mehrfamilienhaus Möglichkeiten gibt, sozusagen auch ohne Steuerung den Preis zu senken. Der muss es nur verstehen, und wenn er das versteht, dass sich der Markt komplett ändert und er aber immer noch sozusagen besser fahren kann, dann wird er das auch abschließen wollen und dann wird er einen Smart Meter haben wollen. Deswegen freue ich mich, dass ich glaube 2007 hatte ich mein erstes Smart Meter Projekt, in der Zwischenzeit ist nicht so viel passiert, freue ich mich, dass es jetzt so langsam vorangeht und hoffe, dass wir hier alle gemeinsam daran arbeiten, dass der Kunde in der neuen Energiewelt mitgenommen wird und gute Produkte und eine sichere und komfortable Energieversorgung bekommt, ohne jetzt selbst die Waschmaschine dann irgendwie nachts um 3 einschalten zu müssen, um Kosten zu sparen. Das wollte ich sagen. Oh, hat super geklappt. Danke.